One Way, No Limits. So, meine Lieben, heute gibt es ein neues Video. Erst einmal sage ich vielen lieben Dank für die vielen neuen Abos und natürlich die Likes und die wahnsinnig super guten Kommentare und brutal viele Kommentare auf das letzte. Und zwar war es ein Kalbach-Talk. Also, der Kalle hat mal was gesagt und der Markus hat auch was dazu gesagt. Und das ist sehr, sehr gut angekommen und das freut mich natürlich. Und wie gesagt, es ist kein Dissen vom Kalbach, vom Heiko. Wer Fan vom Heiko ist, soll bitte auch Fan vom Heiko bleiben. Da will ich gar nicht zwischen reingerätschen, sondern freut es mich einfach, wenn man mit der Community im Endeffekt über bestimmte Sachen reden kann und den einen oder anderen vielleicht auch vor einem Schaden bewahren kann. So, und jetzt ist ein Video dran. Es geht ums Thema Ernährung. Es geht um einen Tobias Hane. Also, man hat mich angeschrieben und gesagt, Markus, mach doch mal zum Tobias was. Ich habe mal ein Thema rausgesucht, was mich interessiert hat über ihn selber. Was sagt er denn zur Ernährung? Und das Video, ich habe es kurz durchgeschaut schon im Vorfeld, finde ich gar nicht so verkehrt. Also er macht einen sehr sympathischen Eindruck. Gerade so als Schwergewichtler wirkt er dann doch noch relativ locker und schwitzt nicht sich zu Tode. Und man hört ihn auch nicht schnaufen wie ein Walross. Macht einen sehr, sehr flotten Eindruck in dem Bereich, also einen sehr, sehr fitten Eindruck, auch wenn die Haut vielleicht im Gesicht und das Wasser, das man sieht, nicht unbedingt gesund ist. Aber wenn er 150 Kilo wiegt, wenn dem so ist, das ist schon ein ordentliches Gewicht und ist ein ordentlicher Brocken. Und jetzt schauen wir mal rein. Ich mache mich mal klein in dem Bereich, also weg damit und jetzt ins Video rein, meine Lieben. Komm rein. Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das fängt schon mal richtig gut an. Das Video ist super schön gemacht und eines muss ich echt sagen, der Wachhund, der ist Hammer. Also passt natürlich super gut na, jetzt hätte ich beinahe was anderes gesagt, mit diesem Bordsteinhund. Aber super hübscher Hund, super klein und der Riesenhüne von Tobias Hane, ja, das ist natürlich schon Wahnsinn. Das ist ein Bild für Götter, muss man ganz ehrlich sagen. Und ja, fängt schon mal das Video sehr sympathisch an. Ich gehe jetzt aber mal für euch ein bisschen weiter. Wir suchen das Thema raus, wo es ums Essen geht. Und zwar der erste Punkt, der mir sehr, sehr gut gefällt, ist eigentlich schon mal das Thema, wo er zum Bauern geht und beim Bauern die Eier kauft. Ist ein sehr, sehr gutes Thema. Und da starten wir jetzt gleich mal rein. Ich suche die Stelle kurz raus und dann starten wir durch. Zeige ich euch das nachher alles nochmal im Gesamten. Jetzt geht es aber erstmal zum Bauern. Mit 60 Eier. Ihr habt es gerade gehört, 60 Eier. Und jetzt mag der eine oder andere denken, oh mein Gott, ah, das ist klar, Bodybuilding, lest es ja unten schon, 219.000 Kilokalorien, sehr reißerisch natürlich, für eine Woche, nein, für einen Monat und das für 150 Kilogramm schweren Bodybuilder. Also, mal einen Monat kauft eigentlich keiner so wirklich im Voraus ein, deshalb sagt er selber auch, er kauft für eine Woche ein. Und das ist eigentlich schon so ein Zyklus, das habe ich früher auch gemacht, für eine Woche mal einzukaufen, wenn man natürlich viel zu tun hat. So, manche Sachen kann man so lang lagern, manche kann man nicht so lang lagern. Das sagt dann natürlich dann auch später noch mit dazu. Und jetzt geht es um die Eier. Sind 60 Eier wirklich so viel für so einen Athleten? Ich persönlich denke, nein. Ich denke, dass manches, was er isst, vielleicht sogar zu tauschen wäre. Und ich denke nicht, dass 60 Eier für die Woche zu viel sind. Oder, Entschuldigung, fürs Monat zu viel sind. Ja? Also, Monat heißt im Endeffekt, er wird wöchentlich einkaufen, das heißt, er kauft 4 mal 60 Eier. Das ist im Endeffekt dann 10 Eier am Tag irgendwo. Ja, das ist eigentlich eine lächerliche Menge. Ich denke, so ein Athlet mit so hoher Belastung, mit so hohen Zellschäden, die er anrichtet über schweres Training und es schaut sehr, sehr hart immer aus, das Training, das schauen wir mal in einem anderen Video auch an, sollten die Eier doch tatsächlich viel, viel mehr sein. Thema Cholesterin. Thema Gewebshormone, Prostaglandine, sei es aber auch die steroidalen Hormone, also die aus dem Cholesterin gebildet werden etc., ist das Cholesterin ein sehr, sehr wichtiges Hormon und, Entschuldigung, Basisstoff für die Hormonbildung, also für die steroidalen Hormone. Und dazu gehören natürlich auch für einen Leistungsathleten natürlich auch Cortisol, was daraus gebildet wird etc. und die Gegenspieler mit dazu. Also dementsprechend ist 60 Eier für eine ganze Woche absolut, in meinen Augen viel zu wenig. Gehen wir weiter. Ja, bevor der Hate mit dem Video losgeht. Ja, ich bin mir bewusst, dass ich viele Eier esse. Da ist er sehr bescheiden. Also ich habe schon Zeiten gehabt, da habe ich 60 Eier am Tag gegessen.
Und der Schnitt waren eigentlich 30 Eier am Tag. Und das war meine beste Regenerationszeit, weil man sich damit viel Zeug außenrum spart. Und in meiner Meinung nach oder meiner Erfahrung nach Steroide da sehr, sehr gut oder viel, viel besser wirken mit diesem Baumaterial. Es gibt also viele Studien darüber, die das belegen, gerade bei Brandopfern, dass eben das eine sehr, sehr gute Ernährung ist. Aber, und das sieht man später, die Kombination dessen, eventuell das mit Weißbrot zu essen, das macht natürlich gar keinen Sinn. Oder eben irgendwelchen Toast, den man da kauft, das macht auch keinen Sinn. Und mit einem weißen Reis würde ich es auch nicht kombinieren oder habe es ich nie kombiniert. Also man muss das schon betrachten, wo dann die Eier zu was vom Zeitfenster zum Einsatz kommen. Das ist immer das, was ich sage, der Bedarf muss aus dem Bedürfnis kommen oder generiert sich daraus. Und dann dementsprechend muss das Bedürfnis mit einem adäquater Bedarfsdeckung auch gedeckt werden. Also man muss das essen, was man braucht. Schaden, Insulinspitzen, keine Insulinspitzen, Fettverbrennungsgeschichte, Blutzuckerregulierung etc. Das muss man eben beachten. Und dann sind 60 Eier für eine ganze Woche für so einen Athleten viel zu wenig. So, Timo, kannst du mir mal bitte in die Tasche greifen? In welche? Ich glaube in die rechte. Ist da der Autoschlüssel? Hey! Jetzt mal hinten auf dem Mast. Schönes Auto, schöner Lifestyle. Natürlich genau das, was die jungen Athleten so sehen wollen und was natürlich auch dazu animiert, boah, das ist ein Lifestyle, den will ich haben. Ob das alles immer so cool und lässig ist, so wie man es jetzt hier sieht, 150 Kilo als Athlet zu haben, das tagtäglich, das hat natürlich schon auch eine Belastung auf die Knochen, auf die Sehnen. Das hat auch Belastung auf die Organe. Man sieht es dann später, wenn er im kurzen Shirt ist, dann sieht man auch die Wassereinlagerung. Da ist nichts immer permanent lean und trocken, sondern das ist eher alles zu mit Wasser. Man sieht es auch im Gesicht. Und entsprechend dessen, der Tobias Hahn ist auch noch nicht so alt. Also zumindest noch nicht so alter Knacker wie ich, mit jetzt fast 50, 49,8. Dementsprechend muss man natürlich sagen, kann der Körper noch einiges wegstecken, aber davon frisst er seine Reserven auch fürs Alter. Und so gesehen ist Körpergewicht, hohes Körpergewicht, 150 Kilogramm ist ein extrem hohes Körpergewicht, nicht bloß mit dem Essen geschuldet, und wir reden da von knapp 8000 Kilokalorien am Tag, um das eben in der Woche rumzukriegen oder im Monat rumzukriegen, diese 220.000 Kilokalorien fast. Da muss man natürlich sagen, ist die Umsatzrate und ist der Effekt auf Insulin, ist der Effekt eventuell über das Cortisol und das Insulin zu hoch? Das ist das, was ich schon gesagt habe. Ich würde an seiner Stelle viel, viel mehr Eier essen. Ich würde die Kohlenhydrate viel mehr einschränken und würde sie punktueller eher setzen, um eben das Insulin effektiver arbeiten zu lassen. Wobei so einem oder anderen Athleten ist das natürlich mit der eigenen Insulinausschüttung egal. Da dann Insulin anders eingesetzt werden muss, um einerseits am Pankreas zu entlasten und andererseits auch punktuell besser laden zu können, weil man auf niedrige Spiegel schon gar nicht mehr anspricht. Also dementsprechend muss man auch die Ernährung vielleicht aus einem anderen Blickwinkel betrachten als Otto Normal. Ist aber definitiv für so einen Athleten nicht die sinnvollste Ernährung. So, jetzt spule ich mal ein bisschen weiter. Es geht jetzt in den Supermarkt rein. Da sieht man dann das, was ich schon gesagt habe. Da gehen wir jetzt gleich mal rein. Timo? Ja? Hast du einen Euro? Komm. Man sieht also hier 150 Kilo, man sieht es im Gesicht, so, man sieht es am ganzen Körper, das ist also viel, viel Wasser. Und aus meiner Erfahrung raus ist es einfach schon so, das, was man früher immer behauptet hat, man muss bulken, um Masse zu kriegen, ist nicht grundsätzlich ganz verkehrt, aber kostet definitiv viel Gesundheit, weil die Bulking-Phase meistens eine sehr, sehr lange Zeit ist und die Bulking-Zeit im Endeffekt dann den Körper schon so stark vorbelastet, einerseits über verbesserte Hebelwerke, schweres Gewicht, was aber gar nicht in den Muskel ankommt, sondern was über die Scherkräfte wirkt, und entsprechend wird natürlich auch gefressen, und man sieht es auch hier ganz ordentlich den Kessel, und der benötigt natürlich dann erst einmal wieder den Versuch, das zu reduzieren, was in der Regel dann nicht mehr so gut geht, weil der Magen sich erdehnt. So, das heißt, die riesigen Kalorienmengen führen also zu einer Masse, die gar nicht hilfreich ist, die im Training die Gefäße belastet, die das Herz belastet, die natürlich auch im Endeffekt auch rund um die Uhr den Sauerstoffgehalt im Blut reduziert oder auch zellulär reduziert und dementsprechend die pH-Wertregulierung stört. Also hier das Essen dazu als pH-Wert störender Faktor und dann nochmal das obendrauf, das ist das, was so einen Athleten natürlich grundsätzlich belastet und natürlich dann eben auch auf dem Lymphfluss eben auch die hohe Körpergewichtsgeschichte rund um die Uhr. Also das hat auch im Schlaf schon Auswirkungen mit Apnoe etc. Die meisten Athleten, so wie er, haben Schlafprobleme. So, wenn man das jetzt eben anschaut, man muss die Kalorien reinbringen, also erst einmal reinschaufeln, 7000, fast 8000 Kilokalorien ist ein Haufen Holz. Bei ihm ist relativ wenig, wenn das so stimmt von der Ernährung,
cheatmäßig mit dabei, relativ wenig, also er ist relativ sauber für die Verhältnisse und dann sind es schon ordentliche Mengen und man sieht es hier am Kessel. Das würde ich heute sagen, würde ich tunlichst vermeiden bei meinen Sportlern oder was heißt, würde ich, das tue ich, weil es einfach das Problem hat, die Proportionen verschieben sich so, dass das, was man in der Mitte versaut durch einen großen, breiten Ranzen, kann man oben an der Breite eigentlich nicht ausgleichen. Und so viel Masse mehr drauf zu packen, schaut dann im Endeffekt gar nicht so ästhetisch mehr aus und die Illusion, die beim Bodybuilding so wichtig ist, zerschießt man sich mit so hohen Lebensmittelmengen, vorausgesetzt dessen, dass der Körper das mit Magen-Darm wegsteckt. Die meisten Athleten, die ich kenne, die diese Fresserei machen, die haben dann Probleme mit Magen-Darm, da geht es in Richtung Gastritis. So, jetzt gehen wir noch mal ein bisschen weiter in den Bereich rein, wo er im Endeffekt im Supermarkt einkauft. Da spüle ich jetzt ein bisschen vor. Ich glaube, ab hier sieht man wieder... Oh, und ich kaufe schon seit Jahren ein, schneiden mir meine Hüfte immer in Steaks, vakuumieren das Ganze dann immer, je nachdem welcher Kollege das gerade schneidet, entweder in 800 Gramm oder in 300 Gramm Pakete ab, sodass ich immer meine Tagesportion eingefroren habe. Da sagt er schon, also das Fleisch wird vakuumiert, das machen wir genauso. Ich kaufe bei einem guten Freund von mir als Metzger ein, eben auch direkt beim Metzger, das ist Bio-Qualität, was ich einkaufe. Ich kaufe da auch Rind ein. Ich persönlich kaufe eigentlich Rinderbraten bzw. Suppenfleisch und aus der hohen Rippe und dementsprechend auch Beinscheiben noch mit dazu, um eben auch hier nochmal das Mark aus dem Knochen zu bekommen und das in Bio-Qualität. Auch die Kollagengeschichte mit dazu natürlich und eben auch einen hohen Anteil an Fett mit dabei. In der Regel so ist das Fleisch schon mit einem 30%igen Fettanteil. So, die Geschichte ist natürlich eine in Richtung ketogene Carnivore, aber geht in Richtung Carnivore-Ketogen zu einem bestimmten Zeitpunkt. Das ist bei ihm gar nicht so, das sieht man nicht ganz direkt drin, aber man sieht so die Zusammensetzung. Schaut bei mir völlig anders aus. Also die zeitlichen Einheiten sind physiologisch mehr getimt. Denke, wäre vielleicht für ihn auch nicht schlecht. Vielleicht überlegt er sich das irgendwann später mal, ja, wenn es um die Gesundheit mehrer geht. Vielleicht. Oder auch, wenn er mehr Effekt haben möchte mit weniger Nebenwirkungen. So, wenn wir uns das jetzt eben anschauen, er lässt sich vakuumieren, super Geschichte, sehe ich ganz genauso, hebt das Fleisch länger, allerdings in 300 Gramm Stücken. Also ich persönlich habe 87 Kilo bei unter 10% Körperfett in der Regel das ganze Jahr. Eine Mahlzeit schaut bei mir mit mehr aus als 300 Gramm Fleisch, wenn ich das Fleisch esse, wenn das an dem Tag zu der Uhrzeit auf dem Speiseplan steht. Also 300 Gramm halte ich für so einen Athleten ein bisschen arg wenig für eine Mahlzeit, außer er isst halt 5, 6 solche Fleischmahlzeiten, was ich nicht glaube, weil das wäre Quatsch, weil dann kannst du nicht trainieren, sondern nur schlafen, weil das Fleisch, gerade ein Steak vom Rind, normalerweise viel zu lange braucht, um verdaut zu werden. Deshalb mache ich zum Beispiel Suppenfleisch. Ganz andere Geschichte, weil Fleisch dann leichter verdaubar wird. Ja, können ein paar Vitamine zerstört werden durch die Hitze, aber das Fleisch ist leichter verdaubar und die Suppe, die daraus entsteht, wir machen das ohne Wasser, wir machen das mit Sauerkraut, haben wir eben auch eine kleine Menge an Suppe und die wird natürlich auch getrunken. Die kommt mit zum Essen mit dazu. Also Ballaststoffe und Fleisch, eigentlich das, was man bei einer ketogenen oder Carnivore-Ernährung eben macht. So, gehen wir ein bisschen weiter, schauen wir mal rein, wo er dann eben ein bisschen was in seinem Einkaufswagen drin hat. Das ist eigentlich dann die interessantere Geschichte. Es zieht sie das Ganze recht lang. Ja, schauen wir ein bisschen rein. Schauen wir am besten, damit wir ein bisschen Zeit sparen, schauen wir bei ihm in die Wohnung, wo er alles eben dann schon aufbereitet hat. Sonst wird das Video viel zu lang. Das Ganze zieht sie nämlich extrem. Das ist das Beste. Ich spule mal ein bisschen vor. Ihr könnt es ja eh so unten ein bisschen mitverfolgen. Jetzt sind wir eigentlich zu Hause. So, das ist interessant. Wir haben nämlich was vergessen. Einfach, weil ich es nicht gebraucht habe. Macadamiaöl. Benutze ich jeden Tag 10 Milliliter. Macadamiaöl ist ein gutes Öl, eigentlich so von den Ölen die beste Variante, wenn man das glauben darf, was man so hört. Grundsätzlich würde ich sagen, Öle gar nicht, weil eben das alles gepresst werden muss. Es wird normalerweise auch nicht im Vakuum gepresst, also es wird unter Sauerstoffgehalt gepresst, also offen gepresst normalerweise, dann wird es abgefüllt und dann fängt das Ding eigentlich schon zum Oxidieren an. Viele Öle sind reich an Vitamin E. Naja, reich an Vitamin E heißt, dass Vitamin E in der Regel synthetisch zugesetzt wird als Antioxidantschutz, damit das Öl im Endeffekt nicht anfängt, ranzig zu werden. Macadamiaöl ist dann nicht so empfindlich wie Leinöl. Leinöl ist eine Katastrophe bei der Geschichte. Fettsäuren sind sehr, sehr wichtig für den Stoffwechsel. Aber, ja, das ist das Problem, diese Art von Öle sind halt eigentlich aus der Natur schon rausgenommen und sind eigentlich nicht mehr natürlich aufbereitet oder natürlich vorgegeben, also im Lebensmittel noch inkludiert, sondern sie sind schon rausgezogen und dementsprechend sind sie eigentlich schon Processed Food. Und das macht natürlich die Sache definitiv schlechter.
Für was nimmt man es her? 10 Gramm. Na, 10 Gramm bei so einem Athleten ist natürlich auch brutal wenig. Vielleicht hat er deshalb auch zu viele Kohlenhydrate drin, wobei das hier auf dem Tisch gar nicht so brutal viel ausschaut. Und die Menge für eine Woche bei einem Monat, also im Endeffekt so irgendwo 220, also Richtung ja, 55.000 Kilokalorien, schaut das nicht so aus wie 55.000 Kilokalorien. Das müsste man dann vielleicht mal nachrechnen. Er rechnet ja auch irgendwas. Und da muss man natürlich immer sagen, was kommt denn im Körper an? Und normalerweise sollten bei dem Athleten die Proteinmenge sehr hoch sein und die Fettmenge natürlich noch ein Stückchen höher. Und wenn die Fette dann so niedrig sind, Steak hat so gut wie kein Fett nicht drin. Er hat fettarmes Fleisch gekauft, was ich bei dem Athleten gar nicht verstehe. Einerseits preistechnisch, andererseits natürlich physiologisch nicht verstehe. Und dann noch Hühnchen mit dazu, das ist zwar leichter verdaubar, aber auch hier Hühnchen ohne Haut, was natürlich ein völliger Unfug ist, gerade beim 150 Kilo Athleten, weil fehlen die ganzen Kollagenstrukturen. Ja, vielleicht nimmt er bestimmte Supplemente, ja, der sowieso schon die Supplemente positioniert, ist ganz klar, muss er für seinen Sponsor und ist auch völlig okay. Aber hier kommt natürlich eines zum Tragen, meine Lieben. Tja, was sollst du sagen? Sollst du Kollagen aus Pulver kaufen, aus Kapseln kaufen oder kannst du es nicht gleich so, wie es in der Natur vorkommt, im Bindegewebe, in der Haut etc. einfach mitnehmen. Würde ihm vielleicht als Athlet für seine Sehnen und Gelenke nicht schlecht tun. Da macht man Suppenfleisch, da macht man halt im Endeffekt auch Beinscheibe für eine Suppe oder man nimmt beim Hühnchen einfach die Hühnchen mit Knochen und Haut. Ja, die Knochen schmeißt halt weg, die Haut isst halt mit und schon hast du das eben mit dabei. So, das ist eigentlich der bessere Ansatz und dementsprechend sage ich mal, hier sieht man schon ein paar Sachen. Also meine Athleten machen es so definitiv nicht und ganz ein wichtiger Faktor, Fructose so tief wie möglich oder gar nicht, weil braucht das Athlet überhaupt nicht die Fructose. So, jetzt gehen wir also noch ein bisschen weiter. Ja, Eier, Steak, Hähnchen, Brötchen, Gemüse, in dem Fall Bohnen, eigentlich gibt es Brokkoli dazu. Eines muss man noch dazu sagen, Brötchen. Ich bin ja selber auch so ein Fan, der eigentlich Brot gar nicht isst, nämlich normalerweise überhaupt nicht, weil vertrage ich es nicht, aber dann sind wir auf die Idee gekommen, eben Sauerteigbrot selber zu machen, wäre vielleicht keine schlechte Geschichte, kein industrielles Brot zu verwenden, wie hier so ein komischen Toastbrot, der völlig, ja, geht gar nicht für einen Sportler, sondern in dem Fall vielleicht ein wirklich sehr, sehr gutes Sauerteigbrot zu machen. Also das wäre der Punkt dabei. So, und jetzt meine Lieben, lasst mich eine schnell machen, bevor wir weitermachen. Kurz für mich selber auch mal Werbung, blende ich mal kurz meine Patreon-Werbung ein. Und wir sehen uns gleich weiter hier im Video. Bis gleich. One way, no limit. So, meine Lieben, auf meinem Patreon-Channel biete ich euch richtig heißen Content zu den Themen Doping, aber natürlich auch im Schwerpunkt immer Gesundheit. Denn nur Leistungssportler, die gesund sind, können richtig gute Leistung bringen, maximale Leistung und das auf lange Zeit. Also alles immer im Kontext mit Gesundheit. HRT, TRT und natürlich auch das Thema Leistungssteigerung, was Doping halt mal ist, mit Einsatz von den verschiedensten Medikamenten. Anabole, Steroide, Stimulantien, Insulin und DNP natürlich auch. So, ich bin kein Arzt, ich bin kein Heilpraktiker, aber mehr als 30 Jahre natürlich in der Szene verwurzelt. Der eine oder andere, der meine Historie kennt, weiß wie tief. Also, wir sehen uns auf Patreon mit richtig heißem Content, Videos und Podcasts und ich freue mich schon auf euch. Bis dann, meine Lieben. Ciao, ciao und bleibt mir gesund. So, meine Lieben, erst einmal danke, dass ich meine Werbung so ein bisschen einblenden kann. Das nutzt natürlich mir auch. So, und jetzt gehen wir weiter mit dem Tobias Hane. Also, lass mal was erklären zu seiner Ernährung. Zu kosten aber beides das Gleiche. Avocados, in dem Fall habe ich jetzt noch zwei mitgenommen. Einfach, weil die hat man nicht so lange halten. Ich tippe mal, reicht so für 4 Tage. Nehme ich jetzt mal 60 Gramm Proportion, also pro Tag. Reisflocken, Bananen, Äpfel kommen ein. Hier haben wir das Thema Reisflocken, ihr habt es gerade gesehen, da stellen sie natürlich mir die Nackenhaare auf, sowas isst man gar nicht. Das ist im Endeffekt Essen, was einen hohen glykämischen Index hat, was natürlich eine hohe glykämische Last erzeugt im Körper. Aber das nimmt er natürlich vielleicht zum Laden her, um das schnell reinzuschieben, das ganze Thema, hohe Insulinspiegel zu bekommen. Also ich bin gar kein Fan davon, das sind die Sachen, da sage ich, ist ein Sauerteigbrot, ist was, wo noch Nährstoffe drin hat, ist Lebensmittel, Reisflocken ist für die Tonne. Ja, ist einfach nur für die Tonne, gehört für einen Athleten gar nicht rein. Jetzt muss man mal sagen, 150 Kilo, weiß nicht, was ich sagen soll, Athlet, Sportler kann man da auch nicht unbedingt sagen, weil das ist natürlich weit im Freak-Bereich, also 150 Kilogramm sportlicher Freak, formulieren wir das mal so,
braucht ein bisschen eine andere Art der Ernährung, weil er sonst einfach seine Muskeln nicht voll bekommt und braucht natürlich auch einfach ein anderes Zeitfenster für die Zustoffzufuhr. Also die Nahrung muss ja irgendwo rein, die kann nicht so gesund und so time-released sein, sonst bringt er die Kalorien nicht rein. Und das ist der Punkt, was ich nicht nur denke, sondern was meine Erfahrungen jetzt über 30 Jahren halt im Coaching auch von Schwergewicht angeht, mehrere Fette. Einfach mehrere Fette rein. Die Ernährung, die er da macht, die kann mit einem kleineren Volumen gehandelt werden, kann in einem höheren Leistungsbereich gehandelt werden, kann pH-Wert neutraler verbrannt werden, was für den Stoffwechsel sehr gut ist, was für die Insulinsensitivität besser ist. Also die Ernährung ist für einen Tobias mit Sicherheit nicht die beste oder überhaupt für einen Schwergewichtathleten nicht die beste. So, hat natürlich Auswirkungen, wenn man so trainiert, wie er trainiert, und ich habe ein bisschen was schon gesehen, ist eine Umstellungsgeschichte mit dem Essen, muss man das ein bisschen anders timen, kann man das anders timen und kann man natürlich dann danach auch anders trainieren. Also entsprechend muss das wieder zusammenpassen, was man trainiert, wie man trainiert, und er bewegt sich halt eher im Glykogenbereich, also im Zuckerbereich, das ist eher so sein Trainingsbereich, und deshalb wird für ihn so eine Umstellung gar nicht so einfach sein, weil er einfach auch seinen Trainingsstil mit umstellen muss, und denke ich, wenn man in sein Blut reinschauen würde, ist die metabolische Leistungsfähigkeit seines Blutes, also der mitochondriale Stoffwechsel, denke ich, relativ schlecht. Man hört es ein bisschen beim Schnaufen, aber man sieht es auch ein bisschen an der Haut, also ich denke, dass die nicht so gut ist, aber kann man erst sehen, wenn man ins Blutbild wirklich reinschauen würde, und der Tobias wird das schon machen in der Richtung. Also grundsätzlich keine gesunde Ernährung, aber bei Weitem nicht so schlecht, wie ich es bei anderen Leuten schon gesehen habe, und kann man nur sagen, er ist richtig sympathisch, ein ganz sympathischer Kerl. Er hält es relativ simpel, und das ist bei der Ernährung auch sehr, sehr wichtig, relativ simpel halten, weil wenn man Unverträglichkeiten hat, da muss man nicht bei 30 verschiedenen Sachen irgendwo suchen, sondern man sagt, okay, das vertrage ich nicht, kaufe ich nie wieder, weil es sind nur 5 Sachen, kann ich auswählen. Und es ist tatsächlich so, Essen ist keine Hexerei, man kann das tatsächlich sehr, sehr simpel halten, wenn man es im Kopf einfach gebacken kriegt, dass Essen etwas ist, was nicht ein Luxusartikel sein soll für, das ist aber heute super und das ist hier noch ein bisschen, und wir sind keine Gourmets, wir machen das, um Leistung zu bringen und bei der Leistung gesund zu sein. Wir reden von Lebensmitteln und nicht von Genussmitteln. Und genau das ist eigentlich das, was man bei ihm eigentlich sehr positiv sieht. Da ist keine Nutella-Creme drauf, will keine Markenwerbung machen, also keine Nusscreme, da ist keine Schokolade mit dabei, da ist nicht irgendwie irgendwelche Flocken fürs Frühstück, die mit 80% Zucker plus künstlichen Aromastoffen etc. sind. Das schaut schon mal sehr, sehr gut aus. Wobei es mich wundert, dass gar keine Haferflocken draufstehen oder sonstige Sachen. Eine Minute dazu, die haben wir vergessen, Timo. Da kosten 6 Äpfel 1,99. Das muss ich jetzt hier direkt notieren. So, er hat noch was erwähnt mit seinen Äpfeln. Ich bin ja auch so Apfelfan gewesen. Ich habe die Äpfel über die Zeit hinweg reduziert. Das hat was mit der Fructose zu tun, und das hat auch was damit zu tun, dass die Äpfel mittlerweile eine sehr, sehr schlechte Qualität haben. Normalerweise war ich immer ein Fan vom Apfel, ich habe immer Apfelfleischdiät gemacht, wenn es extrem schnell hat gehen müssen, aber die Fructose in größerer Menge macht tatsächlich Probleme, und ich habe das selber bei mir im Blutbild einmal feststellen müssen, weil man gedacht hat, Junge, wo sind deine Leberprobleme her? Und dann hat sich halt herausgestellt, das war tatsächlich der hohe Konsum von Äpfeln. Man will es nicht glauben, aber ich habe halt Fleisch plus Äpfel als Hauptdiät gemacht, also als Hauptmahlzeit, einfach nur Fleisch und Apfel, um schnell eben den Körper zu verändern. Also das ist sehr, sehr gut, um sehr, sehr schnell lean zu werden. Aber das Problem ist dann tatsächlich die hohe Fructose in bestimmten Apfelsorten. Also ich will jetzt hier wieder keine Werbung machen für Äpfel, aber es gibt halt Äpfel, die schauen halt sehr, sehr gut aus und schmecken auch sehr, sehr gut, aber sind halt randvoll mit Fructose. Und zwar künstlich gezüchtet. Und das war dann im Endeffekt das Problem. Das hat mir wirklich tatsächlich Probleme bereitet. Und je älter das man wird, desto sensibler wird man vielleicht auf Fructose, gerade wenn die Leber das sowieso nicht gut verstoffwechseln kann. Und das führt zu einer Fettleber. Also hat tatsächlich enzymatisch Auswirkungen gehabt, hat tatsächlich Auswirkungen eben im Blutbild sichtbar gehabt, die Äpfel. Und war dann auch ungefähr 2 Wochen danach, wo ich das wieder umgestellt habe, auf Eiweiß und Fette, war das wieder normalisiert. Also es ist zum Glück schnell weggegangen, weil habe ich das im kurzen Zeitfenster gemacht. Aber die Fructose kann für einen Leistungssportler richtig, richtig schädlich sein. Darf man nicht vergessen. Wir wollen das ja hier korrekt machen. Dann kommt noch dazu, ich lasse jetzt mal alle Health Supplements dabei raus. Ab einmal so, was die Nahrungsergänzung angeht, mein Whey-Isolat. Dann gibt es 140 Gramm am Tag. Und das Infusion, das gibt es immer ums Training, 60 Gramm am Tag. Ich habe das mal beides kalkuliert mit HM10.
Coole Geschichte ist natürlich die Werbung, die muss er machen, super gut. Das gehört dazu, das ist auch wichtig vom Athleten. Aber muss man natürlich zusagen, das eine, glaube ich, sind EAAs, wenn mich nicht alles täuscht, oder irgendein Aminosäurenpulver. Das andere ist Whey-Protein. Ja, habe ich auch, aber keine so hohen Mengen, weil diese hohen Mengen kurz verfügbarer Aminosäuren immer blöderweise sehr hohe Peaks auslösen für den Insulinspiegel, was bei so einem Athleten bei so vielen Mahlzeiten und den Zwischenmahlzeiten definitiv eine Desensibilisierung seiner Insulinrezeptoren gibt und warum so viele dieser Schwergewichtsathleten dann anfangen müssen, Insulin zu nehmen, um das Körpergewicht weiter zu steigern oder weiter steigern zu können, in der Hoffnung einerseits die Bauchspeicheldrüse zu entlasten, was natürlich völliger Unfug ist, wenn sie mit Kurzzeitinsulinen arbeiten, und bei den Langzeitinsulinen natürlich das Problem ist, dass du immer wieder einen Grundzucker bringen musst und dass es blöderweise schleppend über die Zeit hinweg eben dann doch das Thema zu einer Insulinstörung führt. Also die Insulinmenge muss steigend mehr werden, rein theoretisch vom Körper plus eben das, was du gibst. Und blöderweise gibt es dann in der Regel auch immer wieder noch weitere Probleme mit der Desensibilisierung der Insulinrezeptoren überall am ganzen Körper. Also du hast den Rezeptoren nur am Muskel, sondern hast es überall. So, dementsprechend gibt es hier dann sehr oft das Problem, dass die Diabetiker werden. Ja, also entsprechend sollte man hier aufpassen. Man kann einmal den HOMA-IR-Wert zwischendrin messen, das kann man machen. Man kann aber einfach anfangen, diese Kurzzeitgeschichten sehr, sehr kurz zu halten. Vielleicht einmal am Tag, wenn es wirklich ist. Dann die kurzen Eiweiße ganz rausnehmen, vielleicht sogar nur mit den langen Eiweiße arbeiten. Und da kommen wir zu dem Punkt, was ich vorher schon gesagt habe. Naja, wenn du dann die Kalorien zum hohen Anteil über solche Eiweiße deckst wie Steak, und dann nicht aufpasst, dass du sagst, okay, das machen wir eher mit einem fetten Fleisch und machen wir das Fleisch vielleicht auch ein bisschen besser verwertbar, indem dass wir es kochen oder im Endeffekt manche essen das ja dann roh, braucht dann noch länger zur Verdauung. Dann hat man eben das Problem, dass die Proteinaufnahme tatsächlich gestört ist, dass man viel Geld fürs Eiweiß rausgibt, nämlich für Fleisch etc. und das gar nicht aufnimmt. Deshalb muss man da schauen, wie der Athlet das deckt. Und dann hat sich halt herausgestellt, das, was ich vorher schon gesagt habe, Eier kannst du auf verschiedene Art und Weise zubereiten. Hartgekochte Eier, Spiegeleier, Rühreier, weiche Rühreier, Rühreier mit Fetten ergänzen, also oder mit Fleisch ergänzen. Und dementsprechend kannst du hier eine hohe Variation machen mit Eier. Und die Eier sind auch wesentlich schneller verdaubar und haben ein sehr, sehr gutes Gesamteiweiß. Und dann kann man eben diese Aminosäurenbereiche sehr, sehr kurz halten und kann halt auch anfangen, weniger Mahlzeiten am Tag zu essen, zumindest an bestimmten Tageszeitpunkten, um die Sensitivität der Insulinrezeptoren wieder zu erhöhen, was dann für so hohe Körpergewichtsgeschichten bei so wirklich massiven Athleten wie Tobias gesundheitlich sehr, sehr gut ist und natürlich auch entsprechend sich auswirkt in den anderen Supplementen, die man ergänzend nimmt, um die Masse zu bekommen, weil man einfach besser anspricht darauf. Und die noch 10% bekommt. So, jetzt muss ich noch mal kurz die Äpfel dazu rechnen. Ich habe das hier so ultrafachmännisch gemacht. Excel-Tabelle, die Stars, alles. Sieht dann nämlich so aus. So, das ist noch ein Thema, diese Nahrungsgeschichte. Ich bin bei meinen Athleten seit über, bin ich fast 50, kann ich sagen, das ist über 10 Jahre, eher schon Richtung 15 Jahre, wo mir gar keine Kalorien mehr eigentlich fix machen. Die Athleten, die jetzt zuschauen und mich kennen, die wissen das. Markus, wie, was? Und dann verstehen sie es, gegessen wird, ich habe ein Bedürfnis, das mache ich, ich trainiere so, ich trainiere anders, ich habe einen Tagesablauf etc., dann gibt es einen Bedarf daraus. Der eine Bedarf ist jetzt deckend für das, was getan ist, also nachlaufend nach dem Bedürfnis, und ein Teil davon ist vorauslaufend für das nächste Bedürfnis. So, das, was nachlaufend ist, sind Zellschäden in der Reparatur. Was vorauslaufend ist, ist der metabolische Faktor, also das Auffüllen der Energiereserven. Und das ist das, was ich vorher schon erklärt habe. Solche Athleten sollten eigentlich tunlichst schauen, dass sie einen sehr, sehr guten mitochondrialen Stoffwechsel in der Fettverbrennung haben. Das heißt oxidative Prozesse, das ist das, was ich vorher mit dem Blut schon gesagt habe. Also hier macht sich schon bemerkbar, wie das Training das Bedürfnis bestimmt, das Bedürfnis so beeinflusst, dass die Nahrung dann dazu passen kann. Und deshalb ist das jetzt sehr mit Vorsicht zu genießen. Nicht jeder kann jetzt sagen, boah, der Tobias Hani isst ja das, das esse ich jetzt auch. Vorsicht, Vorsicht. Ganz entscheidend ist, was macht ihr, wie macht ihr? Und ich denke auch nicht, dass diese Ernährungsvariante die optimale für einen Tobias ist. Denke ich gar nicht. Aber das ist meine persönliche Meinung, ohne ihm als Coach, er ist ja auch Coach, reinreden zu wollen. Wichtig ist einfach, sich zu befreien von dem Gedanken, es muss die Kalorienmenge sein. Viel, viel wichtiger ist, sind alle Makros da, sind alle Mikros da und habe ich Leistungsfähigkeit, weil normalerweise ein Athlet sich über die Reizsetzung definiert. Also was fordere ich von meinem Körper an Fähigkeit,
auf die ich mich danach adaptiere. Zum einen Maß Ausdauer, Muskelmasse, Kraft, wie auch immer, was dann natürlich alles zusammenspielt. Ausdauer und Kraft gibt Muskelmasse. Je nachdem, wie man es verteilt, je nachdem, wie die Muskelfaserzusammensetzung ist, schnelle, langsame oder Intermediärfasern, je nachdem, wie die Zusammensetzung ist. Dementsprechend müssen die auch versorgt werden. Das hat was mit einer Kapillarisierung zu tun, was ich vorher schon gesagt habe, das hat was mit einer Blutbildung zu tun. Deshalb ist das, was man isst, eigentlich nicht das, was man da sieht, sondern muss ganz explizit zu dem passen, was man tut, und manchmal eine Vorlaufzeit, um den Körper erst in die Lage zu bringen, überhaupt das machen zu können oder das einigermaßen gut verwerten zu können. Also da gibt es schon noch ein paar Parameter außenrum. Vielleicht bespricht er das mit seinen Athleten oder vielleicht bespricht das mal in einem anderen Video. Hier geht es wahrscheinlich auch nur darum, einfach mal zu zeigen, was ist er. Und ich denke nicht, dass das optimal ist, und ich denke auch nicht, dass es für ihn optimal ist. Und 33 Cent für einen Apfel oben drauf jeden Tag. Also ihr seht, wir machen das hier wirklich gewissenhaft. Im Monat für, jetzt kommt das Interessante, 219.000 Kalorien. Ja, so sieht's aus. 219.000 Kalorien esse ich in 30 Tagen. 7.300 Kalorien am Tag. Was wir heute eingekauft haben, entspricht dann 51.100 Kalorien. Was euch jetzt auffällt, was vielleicht dem einen oder anderen schon aufgestoßen ist, es fehlt was, nämlich der Reis. Das kommt einfach daher, weil ich den Reis nicht im Einzelhandel kaufe. Dafür bin ich einfach zu bequem, bin ich ganz ehrlich. Und weil ich nicht immer los will und zum China-Laden fahren will, gibt es aber diese Asia, so heißt es richtig, Asia-Läden. Ich habe mal irgendwann mal angefangen, diesen wunderschönen Reis zu kaufen. Den gibt es bei Amazon für unter 2 Euro das Kilo. So, meine Lieben, jetzt komme ich noch zu einem Thema und dann schließen wir ab. Wir sind eh schon bei 32 Minuten. Thema Reis. Ich habe es vorher schon gesagt. Ich habe mir gedacht, die Reisflocken ist so die Kohlenhydratquelle. Nein, da kommt eine Riesenmenge Reis obendrauf. Leute, Athleten, Kohlenhydrate. Ein bisschen ja, zu bestimmten Zeitpunkt, um zu füllen. Aber nicht so zu füllen, dass so viel Wasser im Körper ist, das nur schädlich auf die Gesundheit sich auswirkt. Sondern einfach Reis vielleicht, wenn es überhaupt sein muss, weil braucht man schnell Glykogen, weil muss man laden für Auftritt, für Bilder, für was der Geier was. Aber ansonsten sind Kohlenhydrate immer so zu wählen, dass möglichst viel vom Korn im, oder, jetzt muss ich aufpassen, jetzt habe ich schon die Brücke geschlagen zu dem, was ich bevorzugen würde, dass möglichst viel in dem Substrat, was man da zuführt, an Kohlenhydrate, an Mikronährstoffen enthalten ist. Der Reis ist weiß, der ist vielleicht noch zigmal gedämpft, um die Schadstoffe rauszukriegen. Das machen die Inder sehr gerne. Die dämpfen den Reis so lange, bis er dann so schadstoffarm ist, dass du ihn verkaufen kannst. Vorher haben sie mit Pestizide zugepumpt. Also der eine oder andere weiß jetzt, was ich meine. Mehrfaches Dämpfen, um die Schadstoffe rauszukriegen. Das tut dann durch den Inhaltsstoff gar nicht gut. Und dementsprechend, Reis ist eine Katastrophe. Ich weiß, die meisten wollen das essen, weil Kohlenhydrate wie Haferflocken, Dinkelflocken, was ich sogar noch verbessern halte, Dinkelflocken, Blähungen verursachen können. Ja, das können sie, aber eine Darmflora braucht präbiotische Ballaststoffe. Die gehören mit dazu. Das ist das, was ich vorher schon gesagt habe, warum man eventuell ein Sauerkraut einfach oben drauf legt, um ein Suppenfleisch zu machen und das ein bisschen mit ist. Das bläht auch nicht, wenn man es mitgekocht hat und die Fasern sind immer noch vorhanden. Und diese Sachen kann man mit einer gesunden, intelligenten Ernährung von Sportlern machen. Deshalb hier der kurze Hinweis. Es ist viel, viel besser, was der Tobias macht, als ich sonst schon gesehen habe. Aber wenn er bei mir im Coaching wäre, würde man das so nicht tun. Wir würden die Ernährung komplett umstellen. Und wir würden eine ganz andere Ernährung auch für so ein Schwergewicht machen. Und dann garantiere ich euch, ihr hättet vielleicht nicht 150 Kilo, aber ihr würdet das ganze Jahr in einer anderen Form dastehen und würdet vermutlich auch bei den Supersupplementen etwas anders dosieren müssen. Und das macht die Athleten dann auf lange Sicht gesünder. Und dann muss man natürlich dazu sagen, lieber dann keine 150, sondern vielleicht halt 130 und die in einer super guten Form, was sie normalerweise auch besser vermarkten lässt und was dann eh schon brutale Gesundheitsbelastung sowieso schon ist, aber immerhin noch einmal drum weniger. Und dann dementsprechend natürlich auch ein gesundheitliches ausgleichendes Training mit dazu, dass die Nahrung natürlich dementsprechend auch besser verwertet werden kann. Also Richtung Fettstoffwechsel, was ich schon gesagt habe. So, meine Lieben, jetzt will ich es beenden. Wir sind schon bei 35 Minuten. Die Videos werden dann immer so lange. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen was zeigen können. Ich finde dann Tobias sehr, sehr sympathisch.
absolut. Er macht dann sehr, sehr sympathischen Eindruck in dem Video. Wie gesagt, die Ernährung bitte nicht kopieren. Es ist keine Sportlerernährung, auch wenn sie auf den ersten Eindruck wirklich sehr, sehr gut ist im Verhältnis, was man bei anderen Leuten sieht. Aber das ist keine Sportlerernährung. Wer in einem Hochleistungsbereich trainiert, muss seinen Körper auch hochleistungstechnisch versorgen. Im Bodybuilding auch noch so das Thema mit einer schlanken Taille. Der Körper ist halt im Bodybuilding eine Illusion. Oder man schafft eine Illusion wie Magier im Endeffekt. Und da sollte man auch eine lange Lebenserwartung damit kriegen, damit die Show halt nicht so schnell vorbei ist. Und eine breite Midsection, also eine breite Taille, ist halt sehr, sehr schlecht fürs Geschäft. Und das kann man halt vermeiden, wenn man die Lebensmittel einfach anders auswählt und dann natürlich auch daraus andere Rezepte generiert, wo im Endeffekt kleinere Mengen mehr Kalorien bringen, damit der Magen nicht so groß wird, wo die Verdauungszeiten anders eingehalten werden. Und ganz, ganz wichtig, gerade bei Athleten, die so schwer sind, die so viele Kalorien essen, dass man sich keine Gastritis holt, weil man zu oft isst, weil man zu viele Intervalle hat, dass man eben hier auch die Verwertung der Nahrungsmittel aufrechterhält, also sprich nicht bloß rein und dann raus und das Geld ist weg, sondern dass man hier auch die maximale Ausbeute aus der Nahrung rausholt, dass man auch versucht, den Stoffwechsel nicht wie ein Durchlauferhitzer laufen zu lassen. Das heißt im Endeffekt, man verglüht, weil man so viel Zeug drin hat, Schilddrüsenpräparate, Trenbolon, viel zu viel kurze DHTs mit dabei, also die Sachen, die einfach die Schilddrüse noch mit triggern, und man da das Problem kriegt, wie hier zum Beispiel einen chronischen Jodmangel. Ich weiß jetzt nicht, was er außenrum noch supplementiert, aber wie gesagt, da sieht man einige extreme Schwächen in der Ernährung für einen Leistungssportler. In dem Sinne wollen wir es gut sein lassen. Also meine Lieben, passt mal auf die Ernährung auf. Schreibt mir unten drunter unter die Kommentare, welches Video das ihr gerne hättet, was wir das nächste Mal besprechen. Sehr, sehr gerne. Ich bin da immer sehr froh, wenn dann eben in die Kommentare drinsteht, Markus, du das Video, das wäre cool, wenn du mal, bitte macht das. Das hilft natürlich auch dem Algorithmus, weil jeder Kommentar zählt, jeder Like zählt. Aber auch ganz ehrlich, mir ist noch viel wichtiger als nur ein Like oder ein Abo, ist mir auch sehr, sehr wichtig, eure konstruktive Kritik. Das heißt, nicht du Idiot und das, sondern einfach Markus, nicht schön oder sehe ich anders oder ich würde das und das tun oder schau da doch mal das Video vom, keine Ahnung, an, der ist ganz was anderes, ist das besser oder ganz übel, feed your Markus. Ja, und in dem Sinne lassen wir es gut sein. Ganz liebe Grüße von mir. Like bitte, Abo bitte, Kommentare drunter und ehrliche, offene Meinung. Und wer Kritik an mir üben will, auch sehr, sehr gerne. Ich kann es absolut verkraften. Ich finde es auch sehr, sehr schön, wenn die Menschen einfach ehrliche Worte drunter schreiben. Wir sehen uns im nächsten Video. Euer Markus. Ciao, ciao.